Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute geht es mal wieder um unsere Kryptominer. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, habe ich ja sowohl in Hut 8 als auch in Bitfarms investiert. Ich will mir heute mal ein bisschen den Unterschied zwischen beiden angucken. Warum ist das eine schon so rasant gestiegen? Was gibt es vielleicht bei dem anderen noch für Aussichten? Oder sind beide noch im Grunde im Anfangsstadium der eigenen Entwicklung? Da wollen wir heute mal ein bisschen einen Blick drauf werfen. Und ich würde sagen, da fangen wir gleich mal mit Hut 8 Mining an. Was ist der aktuelle Stand? Ja, irgendwie ist hier, ich weiß nicht, ob es ein Allzeithoch ist, das habe ich jetzt nicht geguckt, aber sagen wir mal, zumindest für die letzten 6 Monate schaut es auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich und irgendwie hier fast nur in eine Richtung aus. Ich habe ja, ich weiß nicht genau, was für ein Tag es war, aber tatsächlich so um die in kanadischen Dollar ungefähr 4,70 Dollar umgerechnet bei 3,30 Euro, Pi mal Daumen. Habe ich euch ein Video gemacht, dass ich nachkaufen werde, was ich auch getan habe, dann einen Tag später. Insofern bin ich jetzt natürlich schon irgendwie 3,30 Euro ein bisschen über verdreifacht von meiner zweiten Tranche. Und meine erste Tranche bin ich ja bei ungefähr 4,40 Euro Pi mal Daumen eingestiegen. Also mein Einstandspreis ist, glaube ich, 3,75 für meine ganze Position Pi mal Daumen. Das nur so vorneweg. Ja. Was war damals Stand der Dinge? Damals war Stand der Dinge, es war ungefähr 800 Millionen Firmenbewertung. Und ungefähr von dem, was sie damals an Bitcoin gemacht haben pro Monat, ungefähr 18 Millionen, nämlich also 18 Millionen haben sie jetzt in etwa mit ungefähr 10 Bitcoin am Tag, Pi mal Daumen, bisschen drüber sind sie, aber das ist ja ein bisschen auch verfälscht, dadurch, dass natürlich so viel Rechenkapazität in China, in Anführungszeichen, zumindest zeitweise verloren gegangen ist, weil die da alle verbannt wurden und jetzt irgendwo anders sich aufbauen müssen. Aber das heißt, es ist natürlich ein bisschen inflationär momentan, deren Rechenleistung, was die Ergebnisse sind im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich sein müssten. Also rechnen wir mal mit 10 Bitcoin, 18 Millionen Umsatz im Monat, also um die 55 Millionen im Quartal war Stand der Dinge, sprich aufs Jahr gerechnet, Pi mal Daumen 200 Millionen Umsatz. Sie waren bei ungefähr 800 Millionen Firmenbewertung. Ja, jetzt sieht man hier schon deutlich, das Ganze hat sich irgendwie verdreifacht. Habe ich ja gerade schon zu verstehen gegeben. Betrifft ja auch meine Position. Fast, nicht ganz, aber ne. Insofern, da ist natürlich schon einiges passiert. Die Frage ist, ich habe selber für mich festgelegt, dass ich wahrscheinlich, weil ich ein bisschen so zum Zocken oder so eine Neigung habe, dass ich grundsätzlich für alle anderen Positionen vermutlich mir irgendein Limit setzen werde, ab wann ich aus einer Position meine Investition wieder raushole. Ich möchte natürlich nicht bei 100% Steigerung meine Position quasi halbieren, weil dann muss ich noch Cash zahlen auf einen Teilgewinn. Also sprich, ich hätte, wenn ich meinen Einsatz wieder rausnehmen will, bei einer 100% gesteigerten Position, dann hätte ich am Ende noch irgendwie so 35% oder so der Position und meinen Einsatz wieder raus und der Rest ist nur fürs Finanzamt. Das heißt, ab 200% realistisch macht das Ganze Sinn, dass dann schon mehr als die Hälfte der Position übrig bleibt. Aber durch meine eigene Überzeugung dafür, was Bitcoin als Preis haben wird und natürlich, was Hut 8 selber als Entwicklung für alleine bis Ende nächsten Jahres rausgibt, bin ich natürlich, wie soll ich sagen, in der Zwickmühle. Will ich mein Risiko rausnehmen, dann könnte ich natürlich mein Risiko jetzt auf Null setzen und den Rest einfach laufen lassen. Auf der anderen Seite, wenn ich selber erwarte, dass Bitcoin in den nächsten 3 bis 5 Jahren irgendwie sich verfünffacht und deren eigene Produktionsleistung sich verfünffacht, dann wäre es natürlich Quatsch, weil mein Ergebnis quasi sich ver-25-fachen könnte vom vielleicht nicht vom aktuellen Stand, aber so in etwa, ja. Zumindest von dem Zeitpunkt, wo ich nachgekauft habe. Insofern, zumindest für meine Kryptominer, werde ich das nicht so handhaben, dass ich beispielsweise, ich habe mir noch keine fixe Grenze gesetzt, aber nur, dass ihr wisst, ich glaube grundsätzlich, dass es eine, zumindest für mich persönlich, wichtige zusätzliche Regel, dass es dazu kommen wird, dass ich mir die setze, um nicht zu viel zu zocken. Ich will kein Daytrader werden, dann sterbe ich irgendwann in 5 Jahren mit Herzinfarkt, da habe ich keinen Bock drauf.
Ich will investieren. Ja, okay. Aber was ist bei Hut 8 Mining? Stand der Dinge. Die installierte Hashrate liegt bei 1,4 Exahash hier mit Stand August. Ist natürlich nicht ganz aktuell. Das ist schon ein bisschen höher. Ungefähr 1,6. Spielt keine Rolle. Pi mal Daumen, da haben wir gesagt, 10 Bitcoin haben die am Tag in etwa jetzt gemeint im dritten Quartal. Und sie wollen aber schon mit viertes Quartal 21, also quasi in 3 Monaten, soll das Ganze hier schon von, sagen wir mal, 1,6 nicht ganz verdoppelt sein. Ja, also sprich, dann wäre man von einem Jahresumsatz, habe ich vorher grob zusammengerechnet, von ungefähr 200 Millionen, wäre man schon auf eher 400 Millionen Jahresumsatz. Ja, wenn, kann sein, dass ich jetzt mich irgendwie verrechnet habe, bitte selber überprüfen, wenn es für euch interessant ist, grundsätzlich, und ihr selber ähnliche Erwartungen zumindest für die Firmenentwicklung von Hut 8, aber auch zumindest, was den Bitcoin-Preis angeht, dass es halbwegs stabil bleibt. Wenn ihr das habt, dann macht es vielleicht immer noch Sinn, sich diese Kryptominer anzugucken. Aber ja, das ist so die Ausgangsposition, dass sich quasi in den nächsten 3 Monaten noch so viel Rechenkapazität online kommt, dass sich deren Rechenkapazität fast verdoppelt. Ja? Und das betrifft halt auch, dass sie natürlich einige Nvidia-Rechner jetzt schon in Arbeit haben, die nicht Bitcoin, sondern Ethereum meinen, aber in Bitcoin bezahlt werden. Also, hier sieht man es, das in etwa ist jetzt Stand der Dinge, wobei das hier aus meiner Sicht halt eine verzerrte Realität ist. Realistischer ist, dass sie mit der Rechenkapazität ungefähr 10 am Tag machen. Schön natürlich, wenn sie mehr machen, aber das in etwa ist das Ziel. Also irgendwie, sagen wir mal, 70% Steigerung im Verhältnis zum aktuellen Stand wollen sie erreichen. Und das wirklich Interessante daran ist, warum finde ich Hut 8 noch wirklich zukunftsträchtig sozusagen für die Firmenentwicklung, jetzt mal abgesehen von dem, was man selber für eine Erwartungshaltung für Bitcoin, für den Preis hat, wollen sie hier bis Mitte 22, also sprich von jetzt an in, keine Ahnung, 8 Monaten, dann nochmal ihre Gesamtrechenkapazität verdoppeln, ja, auf ungefähr 6 EH pro Sekunde, ja, also heftig, ja, allein jetzt kommt ein krasser Sprung und das hieß ja, dann wäre man schon auf ungefähr Pi mal Daumen natürlich, ja, 800 Millionen Dollar Jahresumsatz allein damit. Das ist natürlich schon ganz ordentlich. Das erklärt natürlich auch, warum Hut 8 hier schon in der Firmenbewertung einiges in Anführungszeichen vorausgeeilt ist, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu dem, wo Bitfarms steht, nämlich immer noch bei unter einer Milliarde Market Cap. Und auch hier sieht man über die letzten 6 Monate, ja, es ist gestiegen, so vom April irgendwie Tiefstand, aber eher so ein Auf und Ab, da ist noch nicht wirklich irgendwie so die eindeutige Richtung am Start. Und tatsächlich ist das was, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich habe euch ja erzählt, dass ich eigentlich sogar mehr bullish bin, was Bitfarms betrifft, als Hut 8 Mining. Ich freue mich natürlich mega über die Entwicklung, ne? Sieht richtig schön aus im Depot. Habe ja auch viele Positionen, die einfach nicht gut laufen, wo ich irgendwie mit 30 bis 50% im Minus bin. Ist nice, wenn man nicht nur eine hat, die auf der anderen Seite über 150% im Plus ist. Bin ich ja auch bei BNGO zum Beispiel, aber ja, habe nicht nur Gewinner, ich habe auch genug Verlierer, aber das ist jetzt nicht Thema hier. Ja, warum bin ich von Bitfarms tatsächlich sogar noch bullischer überzeugt als von Hut 8 Mining? Das liegt daran, dass die einen Vertrag unterschrieben haben und auch schon mit der Konstruktion begonnen haben von einem riesigen 200 Megawatt Projekt in Argentinien. Ja, und da sind die Stromkosten offensichtlich relativ gering, also sehr gering. Und da sollen über 55.000 Miner alleine dort zum Einsatz kommen. Ja, plus man ist auch noch in Paraguay in einem Projekt drin und man will selber auch noch die Dinge in Kanada weiter ausbauen, aber das gucken wir gleich nochmal. Ja, auch für Bitfarms gilt, man ist momentan bei ungefähr derselben Rechenleistung wie Hut 8 Mining, ja, 1,6 EH pro Sekunde an Hashrate, aber man hat halt einfach ein ganz anderes Ziel. Ja, also ich finde ja schon das Ziel von Hut 8 Mining bis Mitte 22 auf 6 EH zu sein.
Ist schon heftig. Mitte 2, also erste Hälfte 22 bei Bitfarms ist 5,5 angepeilt, also ungefähr dasselbe. Aber Ende 22 ist halt 8 EH, also 8000 PH sind 8 EH pro Sekunde angepeilt als Ziel, was mit den neuen Projekten in Südamerika ermöglicht werden soll. Und das hieße natürlich, dass man vom aktuellen Stand, was ungefähr dasselbe ist, sprich 10 Bitcoin am Tag, sprich ungefähr 50 Millionen, 55 Millionen Umsatz im Quartal, also ungefähr 200 und ein paar zerquetschte im Jahr, sich alleine verfünffachen sollte. Ja, also sprich, dann reden wir schon von einem Umsatz, Jahresumsatz in 12 Monaten fast, ja, also 14 Monaten, wie auch immer, von 1 Milliarde bei einer Firmenbewertung von nicht ganz jetzt 1 Milliarde US-Dollar. Ja, also das ist der Grund, warum ich von Bitfarms noch viel mehr bullisch überzeugt bin, wenn der Bitcoin-Preis halbwegs irgendwo da nördlich von 50.000 Dollar bleibt, wo er jetzt gerade schon ist. Unabhängig davon natürlich, wenn er weiter steigt, logisch noch viel mehr. Aber wenn er irgendwo in dem Bereich bleibt, dann sollte das hier natürlich rasant nachziehen. Wenn man jetzt hier schon sieht, für etwas, was bis Jahresende ungefähr 400 Millionen Jahresumsatz und Mitte 22 ungefähr 800 Millionen, 57, wie auch immer, Pi mal Daumen gerechnet, der ja, einfach nur grob überschlagen, Jahresumsatz ab dann quasi zum Tragen gekommen ist, ja, zu einer Verdreifachung mindestens hier des Unternehmenswerts geführt hat, dann sehe ich keinen Grund, warum das nicht bei Bitfarms, wenn die tatsächlich Ende nächsten Jahres so viel Rechenkapazität haben, dass sie eventuell 1 Milliarde im übernächsten Jahr Jahresumsatz erwirtschaften können, dann wird das hier sicherlich nicht die Unternehmensbewertung bleiben. Ja, das wollte ich hier nur schon mal zu verstehen gegeben. Also der Ramp-up hier sieht heftig aus, finde ich. Die Frage ist natürlich, können Sie das alles zeitgemäß irgendwie tatsächlich in diesen Fristen mehr oder weniger umsetzen? Das wäre natürlich wichtig, aber wenn Sie jetzt hier schon mal den Vertrag unterschrieben und mit dem Bau begonnen haben von der 200 Megawatt Architektur dort in Argentinien, was ja quasi den Löwenanteil dieses Zuwachses an Rechenkapazität ausmacht, dann bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist natürlich nur meine persönliche Überzeugung, ne? Das bitte immer selber nachprüfen. Hier nochmal kurz, nur um in etwa das nachvollziehen zu können. Deren Mining-Update vom September diesen Jahres waren ja 305 neue Bitcoins, die sie erarbeitet haben, also ungefähr 10 am Tag. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wie gesagt, das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich die weltweite Hashrate nicht mehr so hoch ist wie noch vor 6, 12 Monaten. Insofern ist das vielleicht ein bisschen positiv verzerrtes Ergebnis, aber selbst wenn wieder deutlich mehr Rechenkapazität online kommt, weltweit betrachtet, wird natürlich eine Verfünffachung der eigenen Rechenkapazität zumindest eine substanzielle, keine Ahnung, Verdreifachung oder wie auch immer des Umsatzes Minimum bewirken. Ja, und wenn dasselbe für Hut 8 schon, die haben ja auch nicht mehr sich als Ziel gesetzt, sondern sogar in Anführungszeichen nur weniger, aber dafür bis zur Jahresmitte schon. Wenn das hier schon so krass eingeschlagen hat, dann ist das hier aus meiner Sicht einfach noch nicht angekommen oder die Leute glauben es nicht oder wie auch immer, dass Bitfarms das ähnlich erfolgreich umsetzen kann wie Hut 8 Mining. Kann ja sein, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da irgendwie Leichen im Keller, die ich bisher nicht entdeckt hätte. Wenn euch dazu irgendwas auffällt, dann lasst es mich natürlich gerne wissen. Aber ich persönlich, ne, glaube, dass hier der eigentliche Jump für Bitfarms erst noch kommen wird und das in einem ähnlichen Ausmaß, wie wir es halt bei Hut 8 in den letzten ungefähr 4, 5 Monaten gesehen haben, mit einer Verdreifachung ja schon. Ja, für Voyager ist ja auch in dem Kryptobereich unterwegs, wenn es auch kein Miner ist, sondern eine Trading-Plattform. Die haben offensichtlich vor 7 Tagen schon mal eine provisorische, na, Zulassung ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Überprüfung der französischen quasi Finanzaufsicht hat schon mal grünes Licht gegeben, dass man offensichtlich fit und proper, also geeignet ist, um in dem Bereich Crypto Trading als Plattform auch in Europa aktiv werden zu können.
Und so will man halt von Voyager aus Anfang des Jahres in Europa die volle Lizenz haben, also Anfang 22, und hier aktiv werden, was natürlich super interessant wäre. Ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt sofort da ein Depot eröffnen möchte und selber auch direkt in Kryptowährungen investieren. Ich könnte es mir vorstellen, ja, ich will das nicht ausschließen, aber heißt natürlich einfach, dass man den eigenen Markt, wo man jetzt schon deutliche Steigerungszahlen hat, natürlich nur noch mehr Kundschaft dazukommt, dann, wenn man hier in Europa, gerade natürlich in den bevölkerungsreichen Ländern hier, Frankreich, Deutschland und so weiter, unterwegs ist. Insofern glaube ich, dass ich auch da, wie man hier sieht, heute irgendwie knapp plus 10% in einer guten Geschichte unterwegs bin. Ich hoffe es jedenfalls. Wir werden sehen. Aber eigentlich war das Update jetzt hier, war nur eine kleine Randbemerkung sozusagen, bezog sich auf die Krypto-Miner. Nochmal, das ist keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung. Ihr wisst es eh. Guckt euch das immer ganz genau selber an. Überlegt euch selber, ist für mich irgendwie Krypto generell zu riskant oder zu unverständlich, wie auch immer. Ich bin ja deswegen für mich selber indirekt nur in diese ganze Szene investiert, weil ganz ehrlich, ist es mir egal, ob der Online-Euro, der Krypto-Dollar oder was auch immer, Bitcoin, Ethereum, welche Währung sich durchsetzt, ist mir völlig wurscht, weil die sich durchsetzt, wird am Ende natürlich von den ganzen Krypto-Minern bemined werden und demzufolge werden die immer Umsatz machen können, ganz egal, wer am Ende des Tages gewinnt. Das finde ich das Schöne an diesen Firmen. Aber ob da jetzt irgendwelche Problempunkte bei Bitfarms sind, weshalb die Entwicklung nicht so aussieht wie bei Hut 8, ne? Guckt da lieber ganz genau hin für den Fall, dass ihr an ein Investment denkt. Ich persönlich bin ja schon in Bitfarms drin mit ungefähr 1000 Euro, habe auch momentan nicht vor, die Position aufzustocken, aber ich wundere mich schon, dass da die Entwicklung nicht ansatzweise so gelaufen ist wie jetzt bei Hut 8, weil aus meiner Sicht die Prognose sieht genau gleich aus. Vielleicht ist es etwas, was einfach nur zeitverzögert losgeht oder aber etwas, was sich noch nicht entdeckt hat, liegt da am Argen, durchaus möglich. Bevor ich hier jetzt nur noch rumschwafel, verabschiede ich mich an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es irgendwie ein bisschen einen Wert gebracht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, denkt dran, arbeitet immer auch an eurem Traum. Macht's gut. Ciao, ciao.